Hallöchen und willkommen zurück bei Pillars of Eternity 2. Ich würde gerne diese Quest ist eine Stufe über deine aktuellen Stufe deines Charakters. Sie könnte als ein wenig anspruchsvoller gewesen. Die Quest ist 3 Stufen über deines Charakters. Ein Erfolg ist unwahrscheinlich. Suche nach Mitgliedern deiner Mannschaft. Müsste ich ja am Strand suchen. Abbrechen. Rico meinte, ich würde. Rico meinte, ich würde Mokea im Huana-Dorf im Nordwesten von Portmore. Okay, schauen wir mal. Gehen wir mal hin. Gucken, ob das ist, wo wir hin sollen. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber. Wie heißt die Figur nochmal? Mokeha im Huana-Dorf. Wir sind nicht wirklich im Huana-Dorf. Oder er meint die Leute. Ja, da ist er doch. Amira's winds blow sweet upon you. Nee, ich weiß nicht genau, der Bücherschild, warum verschwendest du deine Zeit mit brianischen Geschichten, wo es doch Arbeit zu erledigen wird. Haltet die Bücher wenigstens. Alles hier stehlen? Ja. So. It's beyond me. Die Aumaunerin. Tritt zur Seite, stellt sich vor dir hin und starrt dich intensiv an. Sie spricht leise, aber in knappem, barschen Ton. Rinko sagt, dass du bei ihm beim Kartenspiel bestohlen hast. Rinko? Sie gibt einen spöttisch geligen Ton von sich. The Valian? You jest, Akira. I should have thrown him into the sea. He dares to call me a thief. Warum erzählst du mir nicht, was wirklich passiert ist? The Valians are fools. But Akawa wishes to trade, so we must be patient. We must save them from Nagati's storms. Even when they ignore our advice. Akawa told me I should see the tavern. Speak with their people. Learn patience. The trader, Eofania, she taught me to play Valian cards. A simple game. But none would play with me in the tavern. Not until Rinko. I thought him kind. Until I proved the victor, and he grew angry. Until he stood in front of his kin and called me a Mataru of Sadahuzi, a filthy islander and a cheat. For that, yes, I beat him. Why does this concern you? Hättest du seine Wachen melden sollen, nun bist du als Dieb gebrandmarkt. Ohne dieses Geld wird Rinko sein Zuhause verlieren. Behalte den Münzbeutel, Rinko behalten. Ist egal, was er angefangen hat, gib mir einfach den Münzbeutel. Er wird sein Zuhause verlieren. Funktioniert das nicht? Die Valianer müssen ihr Essen kaufen und Steuern zahlen. Rinko hat ein Kind zu versorgen. Es ist nicht so, als ob du sein Geld brauchen würdest. Wird lange brauchen, um sich davon zu erholen. Ist das nicht Bestrafung genug? Versuchen wir mal die 1. Morika zieht die Augenbrauen zusammen und ihr Blick wandert über dein Gesicht.
not prevent him playing at cards in the first place. Are all Valians so mad for coin? So then, what am I to do? I did not wish him dead. Wir haben Münzbeutel und wir sind quitt. Ich denke, dass man sich für so etwas normalerweise entschuldigt. Warum sollte sie sich entschuldigen? Weil er hat ja sie als Betrüger. Jetzt gib mir einen Münzbeutel. Then here is what you came for, though it is an uneven trade. Sie betrachtet den Münzbeutel in ihrer Hand einen Moment lang und reicht ihn dir dann. Dabei verzieht sie Felger die Mundwinkel. Was ist ein Gegenstand erhalten? Rinkus muss den Gegenstand. Ja. I will ask our chieftain to send a healer for that idiot Valian. Perhaps that will quiet his whimpering. Nice. Okay. Ganz guter Outcome, würde ich mal sagen. Okay, hier scheint wirklich alles stehlen zu sein, egal wo ich. Okay, keine Ahnung, ob ich Obsidian brauche. Das brauche ich eigentlich definitiv nicht. Das ist wahrscheinlich auch nichts wert, oder? Ah. I shall make it so. Ja, mit denen kann ich auch nicht wirklich quatschen. Ja, das Häuschen, Haus des Häuptlings. Oh, gehen wir erstmal in ihr Häuschen. Schauen wir mal, was da so abgeht. Dennis Fischer. Ja. Und wie es immer dauert, bis die gesamte Gruppe dahin gelaufen ist. Okay, der Häuptling scheint auch nicht da zu sein. Okay. Okay, man kann auch nicht reden. Sammlung von Korallen. Okay. I shall make it so. I fear not. Okay, jede Menge Lore. Jetzt nicht unbedingt klauen. Was ist dieser erknitterte Notiz?
Okay. Sagt wohl nichts Besonderes, diese Notiz. Kann man das irgendwie wieder wegschmeißen oder so? Wenn man das mal aufgenommen hat, wenn man es nicht mehr braucht. Trank der mäßigen Heilung, klingt gut. Okay, 14 bis 19, 11 bis 17, 19 bis 30. Weiter 8. Aber zwei Hände halt, ne? Ich warte 12 frei. Alter, Räume ist bestimmt 2 Hände, oder? Ne, es sind 1 Hände, 13 bis. Was man am Anfang bekommt, ist echt Pepe Hands, ne? Okay, gehen wir zurück. Gehen wir zum Ring kurz zurück. Annehmen. Okay, Rinko, da sind wir wieder. Wir haben dein Geld. Most days I'd fire up the kettle for you or something. Ich habe mit Marika gesprochen, sie behauptet, dass sie fair gewonnen hat und du sie beleidigt hast. A surprise! The brute speaks, and you have survived the conversation in one piece. Merla, perhaps my tongue was loosened by drink. What of it? Is any man who insults the savage's pride due a beating? The law is on my side. Ja, okay, hat sich gestehe Damo deine Tat oder schlürfe den Rest im menschlichen Lebenslicht. Super. Wenn ihr das Geld regeln könnt, es vielleicht helfen, wenn du als Wilder bezeichnet. I refer only to Mokea, that shark-faced harpy. May Andres beasts feast upon her eyes. Rinko schüttelt sich kraftlos in seinem Bett, eine Faust trotzig gehoben. She cheated me. Are we to lose our home for the sake of Clario's alliance? Sie hat was? Er betrachtet den Geldbeutel in seiner Hand, dann blickt er dich mit den Augenfinster an. Dann verloren. Dass sie sich bei mir persönlich entschuldigen, die Ausgeburt eines Halsmänner. Was will ich mit einer Entschuldigung? Wird das mein Ohr wieder in Ordnung bringen? Enough then. I am forgiving. You have what I asked for. I promised you a share of the coin. We leave it at that. You have saved my family, Aimika. I say it plain. Agrasima. Er legt den Kopf zurück auf das Kissen und winkt eine kraftlose Verabschiedung. Aufstieg. Da hatte ich überall schon reingeguckt. Okay. Yes. Irgendjemand in der Gruppe würde ich irgendwann gern ein bisschen Mechanik geben.
um verschlossene Sachen an. Was die Genauigkeit und den Schaden und die Wirkung von Bomben Krach machen. Keiner beschreibt das Wissen um alle magischen Dinge. Kann es verwendet werden, um Kraftstufe von Schriftrollen zu. Bombenkrach machen und wenn es mag. Zwei selbst. Drei Gruppe. Da habe ich zwei selbst. Ich bin noch bei null. Ich nehme einfach die Unterhaltung zu Gesprächspartner. Seelung dem Adra und. Kraft der Seele meine. Nation zum. Ich weiß nicht genau, was das macht tatsächlich. Dem kann ich mal. Da. Weitreichende Fertigkeit da, die sich mit engen Narrativen hat. Wird der Tiefblick ganz gern noch ein bisschen höher machen. In diversen Konversationen halt einfach sagen zu können, hier, hör mal, das. Ah, den Bonus habe ich durchs Rasten, ich erinnere mich. Bonus habe ich durchs Rasten. Daher die Sicht des Ziels vollkommener Dunkelheit. Seelen jener im Wirkungsbereich werden von einem schweren Nebel bedeckt, wodurch Sinne und Verstand ab zu einem Malus auf Wahrnehmung und Entschlossenheit. Zeigt eine bizarre und verblüffende visuelle Ablenkung, durch die Feinde im Wirkungsbereich verwirrt werden. Das Ziel wird gelähmt und mit kochenden Blättern infiziert, die mit einer fauligen Flüssigkeit gefüllt sind. Die Blasen platzen, wodurch alle Umstehenden erkranken. Wow. Ermöglicht es dem Zauberer, einen Feind mit einem arkaner Energie getränkten Zauberbuch niederzuschmettern, wodurch die großen Schaden erleidet. Führt dazu, dass sich die Wunden von Feinden im Wirkungsbereich entzünden und bei jedem erlittenen Treffer zu dem Brandschaden zufügen. Frisst den Geist des Ziels auf, verursacht Zersetzungsschaden und wandelt diese Essenz in Gesundheit für den Zauberwirkerer um. Wow. Erzeugt eine Lanze aus reiner nekrotischer Energie, die sofortig Zersetzungsschaden zufügt. Zauberwirker ist in der Lage, die Schwächen und Schwachstellen eines Feindes zu erkennen, als ob sie physikalisch greifbar wären, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers erhöht wird. Beschwört ein Schutzschild aus Magie.
Und ein belastbares teuflisches Netz. Wirkungsbereich, wodurch alle Bewegungen aller Betroffenen verringert wird. Trägt einen brennenden Flammenstrahl zwischen dem Zauberer, Zauberwirker und dem Ziel, der das Ziel und die trägt einen abprallenden Feuerball, der jedem, der im Weg steht, Brandschaden zufügt. Gibt es aber mit einem geheimnisvollen Schild und durchdringt ihn mit Boni für die Karte gegen Brandfrostzersetzung. Lässt dem Zaubererwirker Vitalität ein, wodurch Inspiration fit und. Eine bizarre Verblüffung. Mit kochenden Pusten infiziert. Mit einer fauligen Flüssigkeit gefüllt. Also, der klingt ganz gut. Probieren wir den mal aus. Oh, ich habe 2 Punkte. Da Fug? Habe ich 2 Punkte? Mit einem brillanten, verblüffenden Feuerwerk. Wirkungsbereich sofortigen Stich- oder Hiebschaden. Trägt ein Feld überirdischer Klingen, das das Zielen im Wirkungsbereich sofortigen Stich- oder Hiebschaden und beiden Humpeln zu verleiht dem Zauberwirker eine unnatürliche Geschwindigkeit. Verleiht dem Zauberwirker eine Sicht. Wunden von Feinden im Wirkungsbereich in jedem erlittenen Treffer zusätzlich Brandschaden zufügen. Mit den Geist des Ziels auch verursacht Zersetzungsschaden und wandelt diese Essenz in Gesundheit für den Zaubererwirker. Sprengstofffertigkeit beeinflusst die Genauigkeit, den Schaden und die Wirkung von Bomben, Krachmachern und ähnlichen. Beschreibt das Wissen um alle magischen Dinge. Diplomatie-Geschichte einschüchtern. Geschichte erlaubt es einem Charakter, der offenkundige Drohung imposantes Aussehen hat, gegenüber. Kann er sehr effizientes über seine Rolle. Findigkeit deckt die Überlegungsgrundlagen ab, die man hat. Überleben kann in Dialogen und gestrippten Interaktionen verwendet werden, in denen es um Herausforderungen geht. Der Kämpfer übt sich in der Fähigkeit, spezielle Kampfhaltung einzunehmen.
Jede Haltung ist hervorragend für einen anderen Aspekt des Kampfes geeignet. Die Verteidigungshaltung eignet sich, um gegen Gruppen von Gegnern zu behaupten. Die Niedermähenhaltung ist effektiv, wenn man mehrere Gegner auf einmal angreift. Und die Kriegerhaltung ist am besten, wenn man mit einem einzelnen Gegner zusammen hat. Kämpfer stürzt sich in die Schlacht und zieht einen Feind in unmittelbarer Nahkampfentfernung. Er fügt ihm Wuchtschaden zu und lässt ihn benommen zurück. Kämpfer übt sich. Er übt in der Fähigkeit, spezielle Kampfhaltung einzunehmen. Jede Haltung ist hervorragend für einen anderen Aspekt des Kampfes geeignet. Seit ein Schadensbonus, wenn eine Zweihandwaffe geführt wird. Eine spezialisierte Ausbildung erhöht die Aktionsgeschwindigkeit des Charakters, wenn er in jeder Hand eine Waffe hält. Die Abwehrboni der ausgerüsteten Schilde werden erhöht. Ein ebenso hoher Bonus wird auf die Reflexe des Charakters verliehen. Der Kämpfer erhält einen Bonus auf Verteidigung gegen Intellekt, Wahrnehmung und Verfassungs. Festigt den Arm des Kämpfers, dadurch werden Streiftreffer bei jedem Angriff mit einer geübten Waffe in Treffer verwandelt. Wenn der Angreifer eine Einhandwaffe einsetzt, werden einige seiner Treffer in kritische Treffer verwandelt. Wird eine skalierte Effizienz mit unbewaffneten Angriffen? Nee. Alchemie befasst sich mit den natürlichen und übernatürlichen Eigenschaften von Pflanzen, Körperteilen, Edelsteinen. Sie wirken sich auf Konsum jeglicher Mittel sowie Gifte und Gegenmittel aus. Erhöht allgemein die Wirksamkeit und die Dauer des Effekts. Diplomatie, Geschichte, Religion. Heftet sich sowohl mit den verschiedenen Religionen. Wahrscheinlich erstmal. Dichte. Ich hätte der anderen nicht die Diplomatie verleihen sollen. Hätte ich ihr geben können. Shit. Wann habe ich ihn zuletzt gespeichert? Aber es hat halt die Gruppe zusammen halt auch 6, ne? Weil der anderen hätte ich dann Tiefblick anstatt dessen geben können. Statt der Diplomatie. Bleibt dem anvisierten Verbündeten über längere Zeit die Inspiration fit. Bleibt dem anvisierten Inspiration fit. Verfassung ist immer für fitte Charaktere verfügen über plus 5 Verfassung. Setzt ein magisches Siegel auf den Boden, das Feinde bei Kontakt vertreibt und niederschlägt. Der Priester reinigt seinen Verstand und überträgt diese Klarheit auf umgehende Verbündete, wodurch ihre Inspiration resolut gewährt wird. Resolut, Entschlossenheit, das war resolute Karte plus Entschlossenheit und erhalten regelmäßig Konzentration. Errufe eine göttliche Waffe herbei. Die Waffe hängt von deiner Gottheit ab und wird durch Glauben gestärkt. Sichel. Hm.
Man erzeugt eine langsame energetische Projektion des Glaubens des Bissers durch die verbündete Gesundheit regenerieren und Feinde Frostschaden erleiden. Beschwört eine Säule göttlichen Urteils, die dem Ziel Wuchtschaden zufügt und es sowie Feinde im Wirkungsbereich niederschreckt. Damit die Feinde des Priesters, wodurch alle Feinde im Wirkungsbereich benommen werden. Unterdrückt abregliche Zustände durch schiere Willenskraft, wodurch feindliche Statuseffekte bei Verbündeten im Wirkungsbereich vorüber aufgehoben werden. Zeugt einen Bereich der göttlichen Gunst, der allen Verbündeten im Wirkungsbereich die Inspiration stark gewährt. Macht Inspiration starke Charaktere für plus 5 Macht. Oh. Bestraft ein Ziel für seine Sünden, wodurch Schaden angerichtet und seine Abwehr, seine Tapferkeit und seine Reflexe und sein Wille gesiegt. Und ruft nach göttlicher Gunst. Gewährt allen Verbündeten Wirkungsbereich die Inspiration einsichtig. Befiehlt einem einzelnen Feind stehen zu bleiben, wodurch all seine Bewegungen eingestellt werden. Alter, was sind denn das für Debuffs? Holy fuck. Das sind so viele dabei, die eigentlich so gut sind. Verdammt, die Feinde des Priesters wird durch alle Feinde umgesetzt werden. Unterdrückt abträgliche Zustände für schiere Willenskraft wird durch verbinden werden. Feindliche Statuseffekte bei Verbündeten im Wirkungsbereich vorüber aufgehoben. Die Abwehrboni der ausgerüsteten Schilde werden erhöht. Verleiht einen Schadensbonus, wenn eine Zweihandwaffe geführt wird. Und spezialisierte Ausbildung erhöht die Aktionsgeschwindigkeit des Charakters, wenn er in jeder Hand eine Waffe hält. Wenn der Angreifer eine Einhandwaffe einsetzt, werden einige seiner Treffer kritische Treffer verwandelt. Ihr zweilen? Ja. Irgendein Bereich der göttlichen Gunst der allen verbündeten Wirkungsbereich Inspiration stark gewährt. Cool. Muss ich gerade nochmal gucken, ob ich der... wo kann ich nicht auf ihren Charaktersheet gucken? Ja. Einen schönen guten Abend, Senpai. Ich bin versucht nochmal zu laden und meine Dings von eben nochmal hier drauf zu machen. Weil den Diplomatiepunkt würde ich dann doch gerne in was anderes stecken. Hätte ich das gewusst, dass die schon Diplomatie hat hier. Ich glaube, das mache ich auch. Aber bevor ich das mache, liebe YouTube-Zuschauer, die das jetzt auf YouTube sehen, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir haben nämlich schon 34 Minuten voll. Ich danke euch. Und wenn ihr mal live vorbeischauen wollt, schaut doch mal bei twitch.tv/dernerd vorbei. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir den Daumen hoch. Das hilft mir enorm. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.